Danke, dass Sie noch so lange hier verharrt haben. Ich versuche es nicht ganz zu lange zu machen. Ich möchte einen terrestrischen Laserscanner vorstellen, der für diese BIM-Anwendungen sehr fleißig eingesetzt wird. Ein terrestrischer Scanner, der auf einem Dreispannstativ montiert ist, von einer Scanposition zur weiteren getragen wird. Pro Scanposition verharrt er dort eine Minute, also wir machen 60 Scanpositionen in der Stunde und jedes Scan hat 30 Millionen Messpunkte. Das klingt jetzt alles sehr technisch, aber so ist es möglich, auch sehr große Gebäude, Baustellen, Tunnelanlagen zu vermessen. Dieser Scanner hat eine automatische Registrierung, also diese Scanpositionen werden automatisch im Scanner schon zusammengesetzt. Das Endergebnis jetzt rein vom Scan ist jetzt die Punktwolke, die dann für Modellierungen und Ähnliches weiterverwendet werden kann. Wenn man aus diesem Bereich kommt, gibt es entweder die getragenen Scanner oder eben auf dem Dreibeinstativ. Also wenn es um Präzision geht, wenn man über so ein gesamtes Gebäude unter 10 mm genau sein möchte, dann ist eher der terrestrische Scanner am Dreibeinstativ zu bevorzugen. Wir haben auch kinematische Lösungen, wir stellen auch Laserscanner her, die vom Flugzeug aus messen in dieser Richtung. Wenn man so einen ganzen Tag gescannt hat, hat man seine 400-500 Scanpositionen, man nimmt die CF-Karte, schiebt sie in den Laptop hinein und über Nacht rechnet er in ein paar Stunden die zusammengesetzte eingefärbte Punktwolke. Was jetzt hier beschrieben wird, der YouTube-Film ist jetzt ganz neu, können Sie sehen, wie diese automatische Registrierung dann funktioniert. Anschließend ein paar kleine Beispiele jetzt als Animation. Im Hintergrund sehen Sie eine Kathedrale von Regensburg, die eben in 2 Tagen aufgenommen worden ist. Das ist der One-Touch-Processing-Wizard. Die Daten werden eingelesen, sie werden gefiltert, die Daten werden eingefärbt, bewegte Ziele können automatisiert eliminiert werden und eine gesamte Punktwolke über das gesamte Gebäude ist am Schluss vorhanden. Wie Sie das dann in der BIM-Software weiterverwenden können, kann ich Ihnen dann anschließend zeigen. Also dieser Scanner zeichnet sich dadurch aus, dass man eben sehr große Projekte, Kathedralen, Schienenanlagen, Tunnels, das ist jetzt die U-Bahn in Paris gerade, oder das ist jetzt eine Baustelle von Mercedes in Ungarn, 600 Meter lang, 300 Meter breit, dass die jeweils in einem Tag vermessen werden können. Das, was diesen Scanner auszeichnet, ist die Onboard-Registrierung. Das ist nicht normal, dass dort wirklich an der 200. Scanposition schon 199 Positionen registriert sind, das heißt zusammengesetzt sind. Er hat eine reine Scanzeit von 30 Sekunden. Da werden auch die Fotos aufgenommen, also Farbinformationen, mit denen man dann die Punktwolke auch einfärben kann, GNSS, Neigungssensoren und so weiter. Das Gerät hat ein Gewicht von 6 Kilogramm. Hier sieht man die 60 Sekunden, unten sind 400 Scanpositionen und jede Scanposition hat immer knapp weniger als eine Minute. Und auf der rechten Seite dieser, wir sagen dazu One-Touch-Processing-Wizard, man klickt an die Task, die man benötigt, drückt am Knopf und ein paar Stunden später ist das dann ausgewertet worden. Also die Punktwolke erstellt worden. Jetzt zeige ich Fallbeispiele, um zu sehen, was man hier machen kann. Bei diesem Projekt ging es um den Schienenraum, den lichten Raum. Jetzt fragt sich jeder, was hat das mit BIM zu tun? Es gibt das BIM-Projekt Digitale Schiene Deutschland, ist ein riesiges BIM-Projekt, das heißt das ganze Schienennetz, alle Bahnhöfe werden in ein BIM-Modell übergeführt
Und da sind sehr, sehr viele Büros. Bei diesem Projekt konnten wir bei diesem einen Büro zum Beispiel 2 Scanner hier verkaufen. Den Scanner gibt es seit der letzten Intergeo, aber es ist schon die 4. Generation. Seit 2000 produzieren wir terrestrische Laserscanner. Also da wird der Scanner eine Position nach der anderen aufgestellt mit der IP-Klasse IP64. Sehen Sie spritzwasser- und staubfest, und in dem Fall 2,5 Kilometer wurden dort vermessen, und an den Mastbolzen sind Reflektoren angebracht, die fein abgescannt werden und verglichen werden mit den Totalstationsmessungen. Werden hier Standardabweichungen in einem Bericht abgegeben, um die Genauigkeit der Vermessung dann zu protokollieren. In dem Fall ist man auf der Schiene gegangen, es hat hier Absperrungen gegeben, aber man sieht bewegte Ziele. Die Menschen, die auf der Schiene gehen, die können automatisiert aus der Punktwolke herausgerechnet werden. Also wenn ein bewegtes Ziel in nur einer einzigen Scanposition vorkommt, ist es dann aus dem ganzen Datensatz. Das wieder dieser Tunnel in der U-Bahn-Tunnel. Nächstes Jahr finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Und in einer Stunde wurden hier 42 Scanpositionen aufgenommen. Ich glaube, die Qualität der Punktwolke spricht für sich. Es wird immer daran gedacht, auch einen Tunnel in ein BIM-Projekt umzuwandeln. Da werden dann die 3D-Elemente an die Punktwolke angepasst. Wieder werden Kontrollpunkte verwendet, 3,6 mm, 3,1 mm und 5,0 mm Standardabweichung, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie exakt diese Technik ist, auch wenn kein GNSS vorhanden ist. In jedem x-beliebigen Koordinatensystem, sobald es einen EPSG-Code gibt, ist das mit unserer Software RISCAN Pro zu bewerkstelligen. Ein kleines Projekt von ein bisschen mehr als 2 Stunden in York in England, eine eingefärbte Punktwolke als Beispiel, ein Detail, 2 Gebäude eingefärbt mit den aufgenommenen Fotos, aber diese Datensätze sind auch bei Dunkelheit zu vermessen, halt dann ohne der RGB-Information, in dem Fall mit der sogenannten Reflectance. Das Punktrauschen in der Ebene ist in der Größenordnung von 1 Millimeter. Ein anderes Beispiel, ein großer Platz in Italien, 375 Scanpositionen in 6,5 Stunden. Sie sehen, welche großen Gebiete hier abgescannt werden können. Das ist jetzt die Kathedrale von Regensburg, in 2 Tagen aufgenommen. Erster Tag von 11 bis 17 Uhr, also über die 2 Tage 500 Scanpositionen. Das ist ein kleines Büro. Die Dame ist aus der Universität Heidelberg, hat dort fertig studiert, ein Büro gegründet, einen Scanner gekauft. Es beginnt mit ein paar Scanpositionen. Das ist das Bild, das Sie am Vormittag sehen. Am Abend sieht das Bild schon ganz anders aus am Mobiltelefon. Das muss nicht verwendet werden, aber kann verwendet werden. Und so sieht man, ob diese Scanpositionen auch alle miteinander registriert sind. Der Scanner hat einen zweiten Prozessor, eine Videokarte, die diesen Registrierprozess macht. Da kann man auch so ein Bild erzeugen. Wichtig ist, am ersten Tag, am Abend, nimmt man den Laptop, klickt diese ganzen Tasks an. In der Früh öffnet man das Projekt und hat die gesamte Punktwolke und kann hier erkennen, dass man noch weitere Scan-Daten aufnehmen muss im Dachbereich, weil es dort zu Verschattungen gekommen ist. Im Innenraum sieht die Punktwolke sehr dicht, sehr komplett, ohne Lücken aus. Und da hier eine Sony Alpha 7R4 Kamera aufgesetzt wurde, eine kalibrierte, kann man diese Daten dann eben auch einfärben, was in dem Fall sehr wichtig war. Den Scanner kann man auf die Brüstung stellen, orthogonale Ansichten erzeugen. In dem schnellen Modus hat er 200 Meter Reichweite. Man könnte ihn dann noch mit einem langsamen Messprogramm bis zu 1 Kilometer messen können. Ich komme jetzt zum letzten Beispiel, und das ist ebenfalls ein sehr aktuelles BIM-Projekt, ein lebendes BIM-Projekt. Das heißt,
im Bau ist erst das BIM-Modell vorhanden, aber hier stehen 450 Pfeiler und die müssen alle auf besser als 10 mm eingemessen werden, um das Stahltragewerk oben muss auf besser als 2 cm hier eingepasst werden. Die Baustelle befindet sich in Ungarn, ist ca. 600 Meter lang, 300 Meter breit, 379 Scanpositionen an einem Tag eingemessen, macht einen Weg von 6 Kilometer. Und das Interessante in dem Fall ist das Einbinden in eine Software, in dem Fall Sin2, hat auch einen Messestand. Das heißt, hier werden in der Cloud die BIM-Modelle verwaltet, die Punktwolken verwaltet, das ist jetzt die eingefärbte Punktwolke. Hier sehen Sie das BIM-Modell und dann die Differenz zwischen BIM-Modell und Punktwolke. Also im Feld misst der einfache Arbeiter, der Vermesser in der Zentrale bringt die Daten zusammen und die Auswertung hier können wieder von vielen Personen gleichzeitig benutzt werden.